Guten Morgen, meine Lieben. Seht ihr meine Augenbrauen? Die sind einfach mal total on fleek. Wir haben es 7:45 Uhr. Wir werden jetzt unser Auto wegbringen zur Inspektion. Wir haben jetzt über Weihnachten die 20.000 geknackt und da wir einen Gutschein haben, werden wir das einfach direkt machen lassen. Puh. Muss mal eben meinen Schal ummachen. Und dann sehen wir uns gleich unten im Auto. Das Eichhörnchen da, das klaut da die Nüsse aus dem Häuschen. Seht ihr das? Wie süß. Ist es. Ich muss heute kein Auto fahren. Das Auto wird jetzt direkt, also Inspektion wird gemacht und TÜV direkt mit. Da wir sonst im Februar eh hätten wiederkommen müssen und deswegen haben wir gesagt, machen sie jetzt einfach mit. Oder haben uns gefragt, ob sie es machen sollen. Und deswegen fahren wir heute mit unserer anderen Knutschkugel, nein Knutschkugel, im Baleno. Und Olli ist heute Fahrer. Da kommt er gerade. Und ich bin heute nur Beifahrerin. Das ist auch mal ganz schön, so zwischendurch. Habe ich gerade überhaupt gesagt, was wir machen? Wir fahren jetzt in die Stadt frühstücken. Es ist jetzt 9 Uhr und wir treffen uns mit Laura und ihrem Freund und frühstücken im Alex. Und danach waren wir noch eine ganze Weile bei Vielmann und Olli und ich haben uns eine neue Brille ausgesucht. Sie wird anders sein als diese. Es wird wahrscheinlich komisch werden, aber sie ist etwas modischer. Wir müssen in 1,4 Kilometern runter. Wo? Frankfurt am Main, Dortmund, Hafen. 1,2 Kilometer. Alles klar. Genau, jetzt fahren wir gerade noch zu Berlet, transportieren da was für Laura und ja, genau, das machen wir jetzt. Die Brille können wir am 11.01. abholen, es wird echt komisch werden, Leute. Und ich habe noch nie so viel Geld für eine Brille ausgegeben, weil das hier jetzt zum Beispiel auch Nulltarif ist. Ich meine, die habe ich jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre, ne? Also, ja, genau. Soweit, so gut. Ich werde dann nachher noch ein Video drehen und schneiden. Und falls es so schön ist, hat es bei Ballett alles nicht geklappt. Ist auch gar nicht weiter tragisch. Wir sind jetzt nämlich eher im Indopark bzw. am Ikea. Und wir hätten gerne noch so ein paar von diesen Pokalgläsern, diesen typischen Ikea-Gläsern für Kaffee, den wir jetzt hier haben. Und da holen wir uns jetzt noch ein paar von. Ich habe jetzt eben ein Video gedreht von diesem Make-up. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist das Silvester-Make-up. Das verlinke ich euch natürlich auch oben auf dem i. Und mir hat das Drehen sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch das Gucken auch. Und ich mag das Make-up eigentlich ganz gerne. Ich finde immer, dass es mit der Kamera, mit der großen, mir nie so ganz so rüberkommt, wie es eigentlich ist. Ich musste echt nochmal irgendwas in den Einstellungen tun. Irgendwie ist der Weißabgleich nicht richtig oder so. Also irgendwas nervt mich da. Ich werde das Video jetzt anfangen zu schneiden. Es ist mittlerweile 8:30 Uhr. Wir waren noch Ikea und... Wir waren noch bei Ikea und haben bei Ikea noch diese Pokalgläser geholt für Kaffee und so. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal erzählt habe. Und ja, das haben wir vorhin noch so gemacht. Dann waren wir zu Hause und habe ich direkt das Video, also nicht direkt gedreht, sondern halt erst vorbereitet. Olli hat aufgebaut und ja, jetzt friere ich mir gerade voll den Arsch ab, deswegen sitze ich hier gerade mit einer Decke.
lasse jetzt das Make-up aber einfach nochmal drauf. Für den Fall. Weiß ich auch nicht. Was habe ich da denn? Nächsten Morgen. Oh, ich glaube, so ist besser. Ich sehe aus wie so ein, keine Ahnung was. Anyways, ich habe gestern Abend bin ich einfach vom Fernseher eingepennt und deshalb habe ich auch nicht mehr gevloggt. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Vlog und ja, abonniert meinen Kanal. Tschüss!